sitze hier mit dem Hamburger Jazzgitarristen Bernhard Fichtner zusammen und wir möchten uns über sein neues Album unterhalten, das den Namen trägt The M Project Moving On. Mhm. Und wir wollen uns vor allem über deinen kreativen Prozess unterhalten. Wie entsteht eigentlich deine Musik? Mhm. Komm, lass mich doch mit der Frage starten. Du hast dein neues Album The M Project genannt und ja, korrekt. Alle deiner 8 Songs, die auf dem Album zu hören sind, beginnen mit dem Buchstaben M. Was hat es damit auf sich? Ja, das ist eine gute Frage. Im Grunde genommen aus einer Laune heraus, das sind eigentlich Arbeitstitel. Und dachte, das ändere ich ja später sowieso nochmal. Und dann stellte ich fest, das möchte ich eigentlich gar nicht. Ich halte da gar nicht so viel von, immer noch da neue Titel wieder zu suchen. Das finde ich eigentlich unnatürlich. Und dann habe ich aber das Problem, dass ich jetzt 8 Titel habe, die mit M beginnen. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann nenne ich das eben The M Project. Gibt es ein Ziel, das du dir mit diesem Album gesetzt hast? Ja, doch. Aus dem Bedürfnis heraus, etwas Neues zu machen, hatte ich mir vorgenommen, wirklich auch die Ideen, die dann entstehen, auch als solche zu akzeptieren, in aller Eigenständigkeit, ohne sie gleich zu hinterfragen, ist das denn für die Kategorie Jazz passend oder nicht? Das war so das Credo. Wie gehst du vor, wenn du einen Song komponierst? Also bei The M Project habe ich das ganz klassisch gemacht. Ich sammle eigentlich immer Ideen, musikalische Ideen, und nehme sie mit meinem iPhone auf. Meistens sind das so 4-taktige, 8-taktige Phrasen, wo ich denke, okay, daraus könnte man mal was machen. Als ich dann genügend Ideen gesammelt habe, habe ich dann mir ein paar ausgesucht, mit denen ich arbeiten wollte. Dann habe ich begonnen, sozusagen das in Form zu setzen, eine Melodie zu finden und habe halt geschaut, ob man das wirklich weiterentwickeln kann. Am besten kann ich das mal am Rechner zeigen, wie ich das gemacht habe, die Produktion. Okay, ich habe ja erwähnt, dass ich die meisten oder wie viele erstmal Ideen sammeln auf dem iPhone. Kleine Musikfetzen, kleine Motive, die ich gut finde. Und da greife ich mir dann so eine Idee und versuche damit irgendwie zu arbeiten. Zum Beispiel bei Moss Summer hatte ich diese ursprüngliche Idee auf der Gitarre entwickelt. Merkt man noch, das ist einfach ganz schnell reingespielt mit kleinen Unsauberkeiten. Das nimmst du auf deinem Handy auf. Genau, ganz genau. Ich glaube, ich hatte das irgendwo beim Soundcheck oder irgendwie so damit rumgespielt. Dann habe ich gedacht, okay, das ist eine Idee. Damit könnte man mal was machen. Hab dann die Idee erstmal in Logic reingegeben, weil ich auch wollte, dass ein Klavier das spielt. Und Ticken langsamer gesetzt und auch schon ein bisschen das Ende abgewandelt. So, und dann habe ich das so als Basis genommen und habe dann quasi auf dem Klavier oder vielleicht auch mit Gesang, meistens singe ich die Sachen auch mit, eine Melodie darüber gemacht, entwickelt und die habe ich dann auch erstmal aufgenommen. Okay, das ist jetzt schon mal ein 8-Takte-Block, der funktioniert. Und dann habe ich gesagt, okay, die Idee möchte ich verlängern, aber ich möchte die Melodie nicht 1:1 wiederholen. Und jetzt kommt die Variation, beginnt gleich. So, das heißt, ab jetzt hat die Melodie Vorrang. Okay, aber halten wir fest, du beginnst mit einer Figur und legst dann die Melodie drüber. Ja, also ich. Und startest gar nicht zuerst mit der Melodie. Korrekt. Meistens habe ich immer irgendeine Ostinato-Figur oder eine Akkordverbindung, die mir zusagt. Und dann versuche ich quasi in mich reinzuhorchen, was für eine Melodie ich da höre. Und die nehme ich dann als Ausgangsbasis. Also ich habe jetzt zum Beispiel nochmal so eine Skizze hier gemacht.
Das ist sozusagen das, was das Klavier spielt. Dann habe ich kurz auch mal die Harmonien analysiert, um zu sehen, wo ich mich überhaupt befinde, damit ich weiß, welche Melodietöne in Frage kämen. Und dann habe ich dann quasi eben diese Melodie jetzt so in Form gebracht in 8 Takte-Blöcken. Okay, aber auf dieser Skizze sehe ich, dass du die Melodie mit Akkorden unterlegt hast. Ja, ich habe analysiert, welche Akkorde das sein könnten, die dazu passen, damit ich ungefähr weiß, welches harmonische Material ich für die Melodie nehmen könnte. Okay, und da experimentierst du dann vermutlich auch mit mehreren Akkorden. Ja, genau. Das ist sozusagen nur so eine schnelle Skizze, wo ich mich befinde. Und als ich die dann jetzt sozusagen 2x8 Takte fertig hatte, dann habe ich jetzt nämlich Folgendes gemacht. Wir sind hier sozusagen am Ende der Variationsmelodie. Und dann bin ich von der Melodie ausgegangen. Und habe dann die Melodie weitergeschrieben. Die führt dann weiter und haben die Ostinato-Figur in den Harmonien an die Melodie angepasst. Genau, dann übernimmt die Melodie sozusagen die Führung. Und dann sind wir wieder beim A-Teil angekommen. Okay. Also ein ganz langer Bogen. Also halten wir fest, du startest mit einer Figur, darüber legst du eine Melodie. Und diese Melodie entwickelst du weiter. Ja. Und über die Melodie legst du Akkorde, die du aus den Melodietönen erzeugst. Ja, das kann man so sagen. Und versuche auf diese Weise auch eine stimmige Form zu bekommen. Also auch ein Harmonieschema, was in sich logisch klingt. Okay. Was ist dann der nächste Schritt? Ja, dann überlege ich mir tatsächlich, wie soll das mit einer möglichen Band umgesetzt werden? Und auch, wie will ich das einleiten? Jetzt beginne ich sozusagen hier nochmal wieder mit der Figur und gut, das kennen wir schon. Und bringe jetzt erstmal Bass und Schlagzeug dazu, um überhaupt eine Vorstellung zu kriegen, wie das ist. Das Schlagzeug ist aus der Konserve. Das habe ich jetzt bewusst nicht programmiert oder überlegt, sondern nur was ungefähr passendes genommen. Das heißt, aus der Konserve meinst du, das bietet Logic an. Ja, ganz genau. Das ist so eine ganz, ganz simple Sache. Und ich habe irgendwas gesucht, was ungefähr passt, weil ich das wirklich dem Schlagzeug überlassen möchte oder wollte, von Den Bass vornherein. in Jäger hast du eingespielt. Ja, den habe ich festgelegt, den habe ich auch notiert dann im späteren Verlauf. Und dann habe ich jetzt schon mal so den Eindruck und dann habe ich natürlich überlegt, okay, wo ist bitte schön die Gitarre? Und dann habe ich natürlich mir vorgestellt, dass ich dir eigentlich da auch wirklich die Melodie spielen möchte. Und jetzt wird das von der Gitarre gedoppelt. Dann habe ich aber Folgendes mir überlegt, dass das Klavier die gleiche Melodie eine Oktave höher spielen lassen, so dass ein bisschen mehr Raum entsteht, ein bisschen mehr Luftigkeit. Das merkt man das. Und das ist im Prinzip schon relativ nah dran, so wie ich das auch aufgenommen habe. Nur, das ist Schlagzeug, das ist eben offen, wo ich sage, bitte überleg dir einen Groove dazu. Das soll nicht unbedingt nur so sein, wie du das jetzt sagst. So. Und diesen Endsound, Ja. der für mich ein bisschen lyrisch klingt, kann man das so sagen? Hattest Ja. du den von Anfang an schon im Kopf oder hat er sich erst herauskristallisiert, nachdem du mit unterschiedlichen Spuren auf Logic experimentiert hast? Nee, ich glaube, das liegt schon in dieser Ostinato-Figur. Und bist du bei anderen Songs anders vorgegangen oder kann man sagen, dass das so eine die Grundarchitektur ist oder die Grundmethodik, die du nutzt? bei diesem Projekt ja. Ich habe also fast immer so ein Audioschnipsel, so eine Grundidee genommen und habe mit der gearbeitet. Und wie würdest du deinen Sound beschreiben, wenn du den in Worte fassen würdest? Wie würde ich den Sound? Ja, das ist natürlich ganz klar
Es klingt nicht nach Bebop in keinster Weise. Es klingt schon eher europäisch. Sicherlich die Einflüsse von ECM und ähnlichen Plattenlabel sind omnipräsent, würde ich mal sagen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Teil meiner musikalischen Erfahrung einfach. Und das spiegelt sich da ganz sicherlich wieder. Und ist das auch das, was du sagen würdest, was dir besonders gut gelungen ist an diesem Album? Also ich hoffe, dass es auf jeden Fall eine Sinnenergie ist von vielen kreativen Impulsen der Mitwirkenden. Im Nachhinein würde ich schon sagen, dass das ziemlich gut funktioniert hat, dass alle Beteiligten irgendwie, sei es kurz, wirklich Input geliefert haben oder längerfristig und auch die Ausdauer hatten, weil ich dann doch gern detailversessen sein kann. Und die Post-Production hast du weitgehend selbst gemacht, Ja. das Mastering aber nicht. Nein, nein. Dieses Abmischen habe ich zusammen mit Florian Ihle gemacht, Mastering hat Arnold Kasar gemacht, aber die Post-Production, die habe ich selber gemacht. Also letztes Jahr im Februar aufgenommen, Post-Production von, auch mit Overdubs oder noch Tracks aufgenommen, war glaube ich von März bis September, immer dann, wann ich freie Zeit hatte. Und dann ging es zum Abmischen und das haben wir dann auch bewusst immer nur in Intervallen gemacht, um immer wieder einen Abstand zu bekommen, also mindestens eine Woche dazwischen, damit man sich nicht zu sehr verzettelt. Und dann brauchte es seine Zeit, aber das fand ich auch sehr sinnvoll so. Wo kann man mehr über dich erfahren? Ja, im Prinzip auf meiner Homepage bernhardfichtner.de. Am 2. September ist auch die Veröffentlichung der physischen CD. Bei Time Zone Records ist der Vertrieb. Das Label selber ist Articulation Records. Das ist mein eigenes Label. Und bei Facebook und Instagram, so die üblichen Kanäle. Bernhard Fichtner, The M Project.